Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Someday You'll Return. Und mittlerweile sind wir wieder in einer anderen Welt, sind von einer anderen Welt, die unterhalb des Ubuku-Bunkers sich befindet, in diese Welt gekommen, nachdem wir mit den Fliegen gesprochen haben in der letzten Folge. Also das darfst du eigentlich gar keinem erzählen, denn das glaubt an mir keiner. Ich habe mit den Fliegen gesprochen und jetzt sind wir plötzlich hier irgendwo im Nirgendwo. Wenn wir jetzt die Map öffnen... Wir können die Map gar nicht öffnen. Ich drücke gerade M und es passiert genau gar nichts. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir sehen um uns herum nur noch Baumstämme, keine sonstigen Pflanzen, keine Blätter, überhaupt nichts. Und da vorne brennt's. Und über die Baumstämme, die hier im Boden sind, gehen wir jetzt langsam Richtung Feuer. Oh! Ah! Hier sind wir wieder. Wo wir wieder eine, ich sag jetzt mal so, nette Unterhaltung mit der Kleinen hier führen können. Das ist nämlich die, die uns immer Vorwürfe macht über Sachen, wo ich eigentlich noch gar keine Ahnung habe, ob die passiert sind oder ob die jemals so passieren werden. Ach, guck mal, wir sind sogar beim Lucky Leaf Sommerlager. Da unten hängt das Schild. Das ist die Kleine von der Zwischenwelt. Also von der ganz gruseligen Zwischenwelt. Die im weißen Outfit nämlich, wo ich eigentlich gedacht habe, dass das möglicherweise unsere Tochter sein könnte. Die schlechte Version davon. Aber mittlerweile könnte so viel hier anders sein. Da will ich am besten gar nichts mehr sagen. Gar keine Theorien mehr aufstellen. Na sprich, mach's mir gleich wieder Vorwürfe, oder? You blamed Stella for starting the fire, didn't you? Of course. Everyone said she did it. Everyone, Daniel? Or was it just Oscar? Did you even bother to find out what really happened? How the hell do you know about him? Anyway, the vast majority of the camp expenses were paid by his father. Even if Oscar lied, I wouldn't have been able to do anything. Oscar's father had so much influence. One wrong word from him and... So, you sold out your own daughter? It wasn't like that. No? What have you done to protect her? It was her fault. Her only crime was to try and put out the fire and not let the guilty ones burn. Wasn't she only 9 years old? No, Daniel. Unlike yourself, your daughter looks like the hero to me. But... You've seen enough. You have to think about this for yourself. Das heißt also, als das Feuer ausgebrochen ist in diesem Lager, und wir haben ja mittlerweile doch schon ein bisschen was darüber gelesen, war sie gerade mal 9 Jahre alt. Sie, haben wir im Tagebuch gelesen, hat ja oft darüber geschrieben, dass sie eigentlich an dem Feuer gar nicht schuld war. Und anscheinend, zumindest wenn wir ihr das glauben können, der mysteriösen Fremden hier, trifft das auch zu. Und vielleicht war es Oscar, vielleicht war es einer von denen, die bei der Inquisition dabei waren. Vielleicht war ja Oscar auch einer, der bei der Inquisition dabei war, bei dieser Gruppe von Jugendlichen, die geglaubt haben, sie müssen irgendeinen Blödsinn dort veranstalten und auf die anderen eingeprügelt haben und so weiter und so fort. Möglicherweise war Oscar ja auch ein Teil davon. Ich weiß es gar nicht mehr. Wir können mal ganz kurz, wir können nicht ins Journal gucken, alles klar. Wir können hier höchstens ins Menü gehen. Gut, dann gucken wir mal, dass wir wieder in unsere Welt zurückkommen, dass wir das kurz mal abklären können. Und dann würde sich mal sehr interessieren, ob wir noch eine Tagebuchseite freischalten. Wir haben ein bisschen was nachzulesen. Wir müssen ganz kurz da mal gucken, aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir aus dieser gruseligen Welt hier entkommen können. Und wir haben tatsächlich eine neue Seite. Aha! Vom 15. Juli 2011. Das Lager muss abgebrochen werden und alle geben mir die Schuld. Es war so schlimm, als alles gebrannt hat. Ich wollte das Feuer löschen. Warum sagen Sie, dass ich es gelegt habe? Niemand glaubt mir, aber das ist die Wahrheit. Ist auch egal. Oscar und seine Gang hätten wahrscheinlich eh jeden verprügelt, der sie bei Papa verpetzt hätte. Niemand ist auf meiner Seite. Papa war mal wieder mit Nina unterwegs und Radim musste Frantisek ins Krankenhaus bringen, weil sein Fieber schlimmer wurde. Ich wünschte, Oscar und alle anderen werden verbrannt. Außer Sona und Nina. Und vielleicht Pavel. Ja, da und Radim auch nicht. Die würde ich verschonen. Papa hat mich eine nutzlose Göre genannt und gesagt, dass ich nicht mehr zu den Pfadfindern gehöre. Er hat auch gesagt, dass ich sein Leben ruiniere. Ich wünschte, ich könnte mich einfach in Luft auflösen. Wie eine winzige Wolke. Einfach puff.
Und ich glaube, da haben wir schon viele Antworten auf die Fragen, die wir gerade eben hatten, denn Oscar ist anscheinend ein Teil dieser Inquisition gewesen. Wir haben ja ein bisschen was rausgefunden bei der Mura-Quest, bei dem Pfad von Mura, als wir den beschritten haben. Da war ja auch sehr gruselig. Und dort haben wir dann einen Geheimunterschlupf gefunden, einen Geheimbunker von der Inquisition. So haben sich die selbst genannt. Das waren diejenigen, die dann Lösegeld gefordert haben von den anderen Pfadfindern in dem Camp und die eben die anderen niedergeprügelt haben, die anderen bestraft haben, die nicht zahlen konnten mit irgendwelchen Folterwerkzeugen und so weiter und so fort. Also man sieht, dass es damals definitiv ausgeartet und ja, der Papa, also wir, hatten anscheinend damals nur Augen für Nina, wer auch immer das war. Ich vermute mal jemand, der auch angestellt war in diesem Pfadfinder-Camp. So haben die eben ziemlich viel Zeit miteinander verbringen können. Und was drumherum geschieht, hat dann eigentlich jetzt nicht mal wirklich jemand mitbekommen, so wie es aussieht. Irgendwann mal gab es ein Feuer, irgendwann mal gab es einen Brand und ich vermute mal, dass dieser Brand auch von der Inquisition bzw. von Oscar selbst gelegt wurde, denn sonst hätte er sich ja nicht so schnell rausreden können. Aber anscheinend war der Papa von Oscar ein ziemlich großer Geldgeber und hat das Lager ordentlich finanziert. Ja, und dann kam es, wie es kommen musste. Stella wurde beschuldigt. Ich rede jetzt mal von Sicht von Stella. Sie wurde beschuldigt oder wir wurden beschuldigt, je nachdem. Und sie war es aber eigentlich gar nicht. Die anderen der Inquisition haben natürlich Oscar beschützt, eh klar, war ja ein Team. Und die anderen wussten es entweder nicht oder sind hinter denen gestanden. Ja, und dann musste Stella als die Schuldige herhalten und sich eben sowas anhören, wie sie ruiniert sein Leben und sie ist eine nutzlose Göre und so weiter und so fort. Wir wissen nicht, was passiert ist. Wenn es da jetzt 50 Tote gegeben hätte, na dann ist natürlich was ganz anderes, als wenn ein paar Zelte niedergebrannt sind. Aber ich vermute mal, es werden nur ein paar Zelte gewesen sein, die möglicherweise abgefackelt sind. Ja, und das war's dann, wenn sich der Daniel nicht so sehr auf die Nina konzentriert hätten, sondern eher aufs Lager, dann wäre das möglicherweise auch ganz anders ausgegangen. Aber naja, wir wissen auf jeden Fall, und das hat sich schon am 15. Juli 2011 ins Tagebuch geschrieben, sie war es nicht. Und ganz ehrlich, das glaube ich ja auch. Das glaube ich ja auch, denn hier sind Dinge vorgegangen, die hätten so nie passieren dürfen. Das wissen wir schon mal. So, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Wir sind immer noch im Bunker, oder? Natürlich sind wir noch im Bunker. Was ist das da? Öffnen? Na nü? Ah! Das ist ein Zelt! Wird man da doch irgendwo hinkommen eigentlich? Vermutlich wieder zurück. Okay, da würden wir da drüben hinkommen, aber da haben wir ja überhaupt nichts verloren. Wir sind ja eigentlich schon fertig da draußen. Das Medaillon haben wir schon ein paar Mal eingesetzt. Und das hier ist das Zelt. What's a tent doing here? Are my memories soaking into the real world now? Willkommen hier bei Someday You'll Return, mein Lieber. Uns geht's hier schon seit über 20 Folgen so, dass wir nicht wissen, was hier eigentlich los ist. So, und jetzt? Geradeaus oder hier lang? Ich geh mal hier lang. Da vorne sieht's so einladend aus mit dem roten Licht. Hallo, mein Freund. Okay, ich gehe mal in die Richtung, glaube ich. Oder hier, oder hier. Ich gehe mal hier lang. Tschüss. And stay there. Tschüssi. Na gut, ganz ehrlich, dem gehört das Ganze. Der kann da die Türen öffnen und schließen, wie er will. Verzieht er sich? Oh Gott, wo sind wir denn hier jetzt schon wieder gelandet? Ist ja das wie ein U-Bahn-Tunnel. Eieieiei, aber da nach unten sollten wir definitiv nicht. Ich glaube, das wird wieder eine kleine Klettertour hier werden. Eieieiei, Freunde, ich sag's euch. Wir sind hier in einem Albtraum, der so schnell wohl nicht enden wird. Wahrscheinlich guckt uns der gerade zu und lacht sich ins Fäustchen. Guckt den Idiot an. Oh je, Mini. Okay, wir haben noch ein bisschen was vor uns. So, ne, vielleicht einmal so rüber, wenn das funktioniert. Genau, dann hierauf, dann hierauf. Dann da nochmal nach unten greifen, dann da ganz rüber. Das schaut gut aus, ne? Mit dem Klettern habe ich es mittlerweile drauf. Da haben wir keine Probleme mehr. Und hier sind wir. Heieieiei.
Aha. Werkbank verwenden. Okay, ich glaube, da muss das Medaillon wieder rein. Wir gucken uns ganz kurz mal hier um. Was haben wir denn hier? Ziemlich viele... Boah, mich kratzt gerade voll am Ohr. Ziemlich viele Zeichnungen und alle haben irgendwas Blutiges an sich. Das hier könnten theoretisch diese Kastanienmännchen sein. Das könnten aber genauso die Nebelkinder sein, die sich verformen in die Spinnen. Und natürlich verformt sich das nicht einfach so. Die Spinnenbeine ranken dann sich einfach aus dem Körper raus. Und das tut natürlich weh. Eh klar. Dann haben wir hier eine schwer verletzte Blondine. Vielleicht ja vier, vielleicht Lea. Das sieht noch halbwegs friedlich aus, wobei der irgendwas im Bauch drin hat. Keine Ahnung. Das ist definitiv kein Kind. Was da oben kann man schwer erkennen. Das könnte die rote Tür sein. Mit dem Biest möglicherweise. Aber ohne Verkleidung. Dann haben wir hier jemanden mit gebrochenem Fuß. Ganz oben gibt es auch noch was. Das kann man überhaupt nicht erkennen. Das hier ist übrigens dieselbe Zeichnung, wie wir gerade im Journal gefunden haben. Wo die Haare übrigens sehr nach diesem Bonbonpapierchen aussehen. Hier hat sich wohl jemand in die Hand geschnitten oder generell die ganze Hand abgehackt. Dann haben wir hier das Lager, das brennt. Auch das hier eine Zeichnung von unserem Buch. Vom Tagebuch von Stella. Und hier schneidet sich jemand die Pulsadern auf oder was ist da los? Uiui. Ich habe das Gefühl, all das hier werden wir früher oder später auch im Tagebuch wiederfinden. Ein paar Zeichnungen wie diese und diese haben wir schon wiedergefunden. Aber ich vermute mal, wir werden viele der anderen Zeichnungen auch noch irgendwann im Tagebuch wiederfinden. Aber eben dann mit einem gewissen Kontext dazu. Gucken wir mal. The socket. It's the same shape as the medallion. Und das sieht auch sehr, 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 sehr komisch aus, wenn du mich fragst. It looks like some kind of socket. Na gut. Hallo? It looks like some kind of socket. Aha. Okay, vielleicht müssen wir hier noch erstmal was rumschrauben. Wieder, warte mal ganz kurz. Inventarobjekte. Geht das wieder raus? Na, nicht unbedingt. Und wir sind ja hier bei 100%. Na nö. Haben wir sonst noch was? I don't see how. Ah, wir müssen vielleicht da was rumschrauben. Das wird's wohl sein. I don't see how. I don't see how. Ja, ist halt nur die Frage, was? I don't see how. I don't see how. I don't see how. Hä, was will er denn? I don't see how. Also man kann mit dem Ding hier auf jeden Fall was anfangen. Let's see what happens if I plug it in. Trottel, warum hast du das nicht gleich schon gemacht? Und ich versuche das Ding irgendwie auseinanderzuschrauben, dabei ist das alles sauer einfach. Was ist jetzt los? Aha! What the fuck? Ich hab's doch eh schon versucht, vorher reinzugeben. Hat nicht funktioniert. Und jetzt plötzlich, was ist denn das hier für eine Wunderwaffe? Hallöchen! Mit dem gehen wir in den nächsten Kampf. Das sind übrigens dieselben glibberigen Dinger, wo normalerweise die Spinnen drumherum sind. Aber möglicherweise haben wir ja einen gewissen Schutz. Eieieiei. Der hat dir gerade die gesamte Tür aus der Wand gerissen. Und das hört sich auch an, wenn hier jemand mit uns sprechen würde, ein Alien irgendwie zu ähnlich. This is crazy. Na sowas. It's like my own memories are unlocking this place. I bet that swamp girl is involved in this. The flies, this swamp. It's definitely part of her stage. Aber wir können eben mit unseren Dingen, die wir hier mitgebracht haben, denn wir hatten unser eigenes Medaillon seit Anfang an dabei. Das war seit Stunde 1, seit der ersten Folge in unserem Inventar. Wir haben irgendwie eine Verbindung zu diesem Ort, abgesehen davon, dass wir hier mal gearbeitet haben. Aber Stella und wir sind nicht ohne Grund hier. Sonst würden wir mit unseren Sachen hier nichts freischalten können.
dann wäre ja das nicht darauf konzipiert, dass wir mit unserem Medaillon hier einen Weg freischalten. Wenn wir hier nicht hergehören. So, ach du Scheiße. Mal gucken, wo es jetzt hingeht. Da oben sind wieder die Fliegen. Oh Gott, die Spinnen, oh Gott, schnell weg hier. Das ist ja meine größte Angst. Ganz ehrlich, lieber habe ich hier 10 Biester um mich herumlaufen, als von diesen Spinnenpaar. Und wir sind, oh Gott, direkt in der Spinnenhölle. Ach du Scheiße, die sind überall um uns drumherum. Normalerweise würde ich meine Augen zumachen, aber ich habe ein bisschen Schiss, dass das Biest jetzt gleich vor uns steht. Eieiei, wenn ich einen Flammenwerfer hätte, den würde ich jetzt aber direkt mal aufladen. Holla, die Waldfee, das sind die giftigen Spinnen auch noch. Wir haben ganz am Anfang des Let's Plays mal darüber gelesen. So, gibt es jetzt hier noch irgendwas Spannendes? Wo sind wir denn hier? Nee, da gibt es überhaupt nichts mehr. Nur ein paar verrostete Ölfässer. Und das war's. Mhm. Haben wir dieses Geräusch schon mal gehört? Ich weiß es gar nicht. Hört sich jetzt nicht unbedingt an wie das Geräusch vom Biest. Jetzt ist still. Au. Das ist übrigens definitiv nicht derselbe Weg, den wir am Anfang gekommen sind. Oje, da brennt's wieder. Ah, ja. Ja, natürlich! Achso, na, ich hab mal gedacht, wir gehen einfach durch. Wir sind ja mittlerweile eh Überlebenskünstler. Alles klar, alles klar, alles klar. Hier soll es einen Weg durchgeben. So? Also durchs Feuer kommen wir mal definitiv nicht. Ich glaube, so viel ist schon mal klar. Da brauchen wir auch gar nichts versuchen. Was macht denn hier solche mysteriösen Geräusche, sag mal? Das heißt, wir müssen erstmal einen anderen Weg finden. Aber welchen denn? Gibt es denn noch eine zweite Tür? Habe ich da irgendwas übersehen gerade? Na, hier wird es nur wieder nach unten gehen. Ne, weißt du was? Ich probiere das jetzt mal. Ich guck mal, wie weit wir kommen. Denn ich wüsste nämlich nicht, wie wir jetzt einfach das Feuer ausschalten sollen. Ne, das funktioniert nicht. Das hat keinen Sinn, da durchzugehen. Aber hier geht es ja nicht weiter. Und hier genauso wenig. Das heißt, wir haben wohl irgendwas da hinten vergessen. Oh Gott, da geht's wieder tief nach unten. Aber die Frage ist, wo und was? Da sind wieder die Ziegelwände und da würden wir dann schlussendlich wieder nach unten kommen mit der Leiter. Aber ist die Lösung für dieses Rätsel so weit weg? Normalerweise bin ich ja immer jeden Weg abgegangen, den wir kriegen können. Auch die, die wir jetzt nicht unbedingt für unser Ziel brauchen. Na nun, jetzt brennt es hier auch auf einmal. Das war aber vorher, glaube ich, noch nicht der Fall. Eieieiei. Und das ist auch irgendwie ein anderer Brennofen als der, den wir gesehen haben, als wir dem Biest zugeschaut haben beim Puppenverbrennen. Ah. 1, 2 oder 3? Puh, fangen wir mal halt mal hier an, keine Ahnung. Aha, hat sich nichts getan. Nehmen wir mal das hier. Jetzt ist das hier aus. Jetzt drehe ich das da hinten nochmal. Wir können alle theoretisch nochmal drehen.
Tja, na gucken wir mal. Vielleicht brennt es jetzt irgendwo anders, ich habe keine Ahnung. Gehen wir halt nochmal nach oben. Immerhin, es hat da unten aufgehört zu brennen, also vielleicht heißt das ja jetzt auch, dass es generell nicht mehr brennt. Es sieht dunkel aus, das ist ein gutes Zeichen. Und es brennt tatsächlich nur noch ein bisschen hier auf der Seite. Alles klar, wir kommen durch. Super. Super, super, super. Weiß nicht genau, ob die anderen zwei jetzt ohne Funktion waren oder ob wir tatsächlich alle drei hätten einmal drehen müssen. Pff, wurscht. Hauptsache, wir sind weiter. Einmal hinab. Looks like I'm finally back at the entrance. I just pray that Leah made it out of this nightmare too. When I find her, she has some explaining to do. Aber ganz bestimmt, meine Freunde. Ganz, ganz, ganz bestimmt. Denn wir waren wegen Leah im Ubuku-Bunker, sag ich schon, bei Kimburg. Haben dort ihre Puppe geholt und das war ja auch ein Abenteuer. Und jetzt haben wir uns das hier nochmal gegeben, weil sie uns hier hinbringen wollte. Und wir haben von ihr noch überhaupt keine einzige Information über Stella. Über unsere Tochter. Also die muss uns jetzt definitiv ein bisschen was erklären, denn so können wir nicht weitermachen. Ich glaube, wir kommen hier tatsächlich nach draußen. Das ist tatsächlich der Weg, der uns in die Freiheit führt. Eieieiei. This isn't the way we came in. Na, hier ist ja alles anders. I'm not surprised by anything. Das stimmt. Mich überrascht auch nichts mehr. Ganz ehrlich. Wir haben hier schon so viel erlebt. Und das ist ein Eingang zum Ubuku-Bunker? Wo sind wir hier denn jetzt auf einmal wieder? Guck mal. Hier ist ein Eingang. Und hier ist ein Eingang. Der Ubuku-Bunker ist ja riesig. Das ist nicht nur das kleine Ding da oben. Das zieht sich, sage ich ja, durch die ganze Karte. Jetzt sind wir hier plötzlich wieder rausgekommen. Oder rausgekommen. Die Frage, kommen wir hier auch wieder rein? Nee. Also das ist anscheinend ein riesiges unterirdisches Tunnelsystem. Das ist nicht nur der kleine Bunker, den wir hier sehen können. Das ist viel, viel mehr als das. Okay, das war nicht gut. Nur mal den hier. So. Und wir sind tatsächlich wieder bei Tibors Eiche. Also, in der Nähe zumindest. Da vorne sind wir gerade. Und ich glaube, das hier ist der Weg. Weil da müssen wir mal so lang gehen. Genau den Weg hier folgen, den wir damals gekommen sind. Ah. Hi, Dan. Any luck remembering Alexander? No, not a thing. You're lying to me, Daniel. Whoa, calm down. Why... This land remembers everything, and you're not the only one it talks to. What are you talking about? I'm not going to explain it to you. The terrible thing is that I'm just one more person that you deceived. Right now, I'm trying to figure out if you are only lying to me or to yourself as well. All right. Alexander was my assistant. But it wasn't here. It was after we moved north. Everything happened after that damn fire. And Stella took the bullet for that, right? Yeah. I think I'm slowly starting to understand what's going on. And I hope, very soon, you will too. Und das heißt also... Das heißt also, wir wissen schon viel, viel mehr um das, über das ganze Thema hier, als wir eigentlich bis jetzt preisgegeben haben. Denn müssen wir mal irgendwo hinschauen, wo es auch was zum Sehen gibt, damit ihr nicht nur komische Wände seht. Gucken wir halt mal hier lang. Da kann man zumindest dem Wasser ein bisschen zugucken. Wir haben, als wir von Kimburg, glaube ich, rausgekommen sind, einen Anruf von Eleonora bekommen. Da hat sie uns gefragt, ob wir möglicherweise noch ein zweites Lager irgendwo gebaut haben, ob wir ein zweites Lager kennen. Und wir haben gesagt, nee, woher sollen wir das denn kennen? Es gibt nur dieses eine, an dem wir eben waren, das Lucky Leaf Sommercamp. Wir wissen ganz genau, dass es ein zweites Lager gibt, wie wir ja jetzt gerade herausgefunden haben, das nämlich errichtet wurde nach dem Brand. Lucky Leaf... war wohl das erste. Dort
Hat sie zwar nicht unbedingt nach Brand ausgesehen, wenn du mich fragst, aber möglicherweise war das ja der Brand, den wir dort oben erlebt haben, als wir diese eine Tür geöffnet haben, die verschlossen war. Plötzlich stand das Haus in Flammen. Möglicherweise war das ja der Brand von früher. Wir wollten es einfach nur nicht wahrhaben, haben das Haus noch dort gesehen und mittlerweile steht es eben in Schutt und Asche. Und wir mussten irgendwo ein zweites Lager anscheinend aufschlagen. Und wir wussten genau davon. Eleonore hat uns gefragt, ob wir was darüber wissen und wir haben gesagt, nee, ich habe keine Ahnung. Und es hat was mit diesem Brand zu tun. Wir wussten auch ganz genau, dass es einen Alexander im Camp gab. Nämlich einer, der nicht einer von den Kids war, sondern der Assistent. Unser Assistent. Unser Assistent, der aber auch ein gutes Verhältnis zu Stella hatte. Denn er war derjenige, der, als sie geflohen ist, ihr Tee gebracht hat in den Ubuku-Bunker. Und er war derjenige, dem Stella eigentlich ziemlich viel anvertraut hat. Wir haben, als wir damals diese Dinge entziffert haben, dieses Geschwurbel, was sie immer so rumschwirrt, die Unterhaltung gehört zwischen Stella und Alexander. Und Stella hat ihm damals schon erzählt, dass das mit dem Brand eben nicht so war, wie es war. Wir haben es im Tagebuch auch gelesen und Alexander hat zugehört. Das heißt, die beiden hatten ein irrsinnig gutes Verhältnis. Und das heißt, dieser Alexander ist nicht einfach irgendwer, der ist schon wichtig. Und wenn wir hier mittlerweile seit Tagen auf der Suche nach Stella sind und nicht mal solche einfachen Fragen beantworten können von Eleonora, die uns ja eigentlich, denke ich mal, bei der Suche helfen möchte, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich nicht, wonach wir hier suchen, denn unsere Tochter kann es ja nicht sein. Ganz ehrlich, wenn ich meine Tochter hier suchen würde, dann würde ich alle Mittel und Hebel in Bewegung setzen, um die auch zu finden. Und nicht irgendwie hier ein Rätsel sprechen und sagen, naja, zweites Lager, gibt's eigentlich nicht. Wir sind beim ersten Mal, als wir hier beim Lucky Leaf Sommerlager waren, sind wir hergekommen und haben geglaubt, wir finden hier Stella. Da wussten wir ja schon, dass es dieses Lager eigentlich gar nicht mehr gibt, sondern irgendwo anders, vielleicht da unten oder so, ein zweites aufgebaut wurde. Das wussten wir ja schon. Also warum haben wir denn gesagt, dass wir die dort finden? Warum haben wir so viel Zeit verstreichen lassen? Verstehe ich nicht. Möglicherweise steckt ja er hier viel, viel tiefer in der ganzen Scheiße drin, als wir eigentlich geglaubt haben. Wir haben bis jetzt geglaubt, wir suchen unsere Tochter. Aber vielleicht decken wir hier ein bisschen was von der Vergangenheit auf, das lieber im Verborgenen geblieben wäre. Sagen wir mal so. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade ein bisschen einen Groll auf uns selbst hier im Spiel. Wir suchen unsere Tochter, haben endlich Unterstützung in Form von Eleonora, wobei, wie gesagt, ich immer noch nicht genau weiß, ob sie auf unserer Seite steht oder nicht, aber gehen wir mal davon aus, sie tut's. Dann haben wir ihr beinahe ins Gesicht gelogen. Und wir suchen mittlerweile nicht erst seit 20 Minuten, sondern seit Tagen. Wir suchen seit Tagen nach unserer Tochter und können nicht mal Tacheles reden, was damals passiert ist. Das ist mir ein Rätsel, das ist mir ein vollkommenes Rätsel und ich hoffe, dass nicht nur Lea, die da vorne steht, einige unserer Fragen beantworten kann, sondern dass wir uns in den nächsten Folgen möglicherweise auch selbst einige unserer Fragen beantworten können, denn das hier ist definitiv, nee, da fehlen mir die Worte. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wir suchen unsere Tochter und sind nicht mal fähig zu sagen, okay, es gab damals einen Brand, okay, vielleicht haben wir uns falsch entschieden, vielleicht hätten wir nicht unsere Tochter dafür verantwortlich machen sollen, sondern statt Nina vielleicht auch noch was anderes im Auge behalten sollen. Aber da müssen wir Tacheles reden. Es gibt ein zweites Lager, Alexander war der Assistent. Warum müssen wir warten, bis es andere herausfinden? Bis andere die Wahrheit herausfinden, die wir selber ja eh schon kennen. Obwohl es ja hier eigentlich um unsere Tochter geht. Das ist die große Sache, die ich nicht verstehe. Aber möglicherweise liefert das Spiel oder Daniel uns ja eine gute Erklärung. Das werden wir herausfinden in den nächsten Folgen dann hier bei Someday You Will Return. Nächste Runde geht's auf jeden Fall weiter. Da vorne mit Lea, da ist sie wieder. Hämmert gegen den Baum. Keine Ahnung, was er da wieder vorhat. Aber die ist uns definitiv auch noch ein paar Antworten schuldig. Und die werden wir uns in der nächsten Folge holen. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns morgen wieder bei der nächsten Runde von Someday You Will Return. Bis dahin. Tschüss.